Gnostische Grüße gehen raus an die YouTube-Gemeinde. Gut, jetzt salutiere ich sogar hier noch. Ist, glaube ich, auch nicht so ganz falsch. Ich plane gerade unseren Ortskern um, haben wir in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob alles bei YouTube dabei war oder ob einiges nur im Stream passiert ist. Wir planen den Ortskern ein bisschen um. Ich baue jetzt hier ein Kino. Hier baue ich noch ein Kulturzentrum. Das kriegt jetzt noch ein paar Wege verpasst. So schön Kiesweg mit Laterne, damit die Leute auch abends was sehen. So, einer geht hier hin, einer könnte hier hingehen und hier kriegen wir auch noch einen schicken hin. Genau, wunderbar. Dann muss dieses Kino hier weichen, weil da möchte ich gerne eine U-Bahn-Station hinbauen. Ich habe keine Ahnung, wann ich das schaffe, die U-Bahn-Station dann auch in Betrieb zu nehmen, aber ich plane es mal. Gut, ansonsten, unser Eisenbahnbau läuft. Hier, ihr seht, er ist bis hier runter schon gewandert. Jetzt fehlt Kies, das ist blöd. Und ihr Kies? Ja, ihr holt Kies. Okay, der Weg ist halt relativ weit zum Kies, aber okay. Also der erste Bogen hier ist fast fertig. Also hier ist schon fertig, hier ist noch nicht ganz fertig. Ja, hier fehlt ein kleines bisschen was. Also es wird eine Weile dauern, bis das alles gebaut ist, aber das ist okay. Zur Not könnte ich ein bisschen Gas reingeben, wenn ich ein zweites Baufahrzeug holen könnte. So, wir haben auch unsere Fleischproduktion hier in Gang gesetzt, sehe ich gerade. Also die Lastwagen fahren, hier kommen Arbeiter. Hier in der Fabrik arbeiten auch zwei. Hier kommt jetzt ein neuer Bus. Die laufen schön hier. Die laufen dann auch vermutlich hier gleich raus durch den Tunnel. Jawohl, da kommen ein paar. Damit arbeiten hier. Ich gehe mal hier runter auf 10, wir brauchen nicht so viele. Und der Rest soll hier in der Fabrik arbeiten. Das ist die Fleischlagerung. Wir haben schon 23 Tonnen Fleisch drin. Das bedeutet, wir versorgen uns jetzt auch selber mit Fleisch. Das ist wunderbar. Dann können wir nämlich dem sagen, er soll bitte am Zollhaus kein Fleisch mehr einkaufen. Stattdessen soll er bitte hier Fleisch holen. Genau, beladen mit Fleisch. Er soll das Fleisch dann bitte zur Laderampe bringen und soll es da entladen. Oder das auch, hä? LKW-Laderampe, Fleisch, genau. Genau. Das passt. Damit kaufen wir in Zukunft auch kein Fleisch mehr ein. Das passt auch wunderbar zum Monatswechsel. So, wie schaut es denn hier aus? Hier sind schon 7000 Tonnen drin. Ja. Hier sind jetzt, glaube der erste Sommer, das erste Jahr sind hier beide Großen am Werk. So, jetzt muss ich darauf achten. Hier habe ich noch so ein einzelnes Verteilerbüro. Das ist hier Feldern zugeordnet. Die werden wir jetzt mal rausnehmen. Das soll keine Felder mehr machen. Erstmal so, jetzt nehmen wir mal alles raus. So, und zwar bekommst du, du sollst von hier nach hier transportieren. Und zwar sollst du in Dumblasia sollst du entladen. Und zwar dann, wenn es genau, wenn nur noch 20%, ja, machen wir 30%. Wenn 30% drin sind, genau, dann sollt ihr Moment, warum fahrten ihr schon? Ist ja noch mehr als 30% drin. Moment, ist das jetzt, denke ich, gerade falsch rum, glaube ich. Fahrzeuge werden hier nur dann Ware entladen, bis das Lager maximal zu diesem Prozentsatz gefüllt ist. Bis 30%. Und dann hört ihr auf. Das heißt, eigentlich müsstet ihr doch jetzt sofort dann aufhören. Dann seid ihr wahrscheinlich das erste Mal losgefahren, weil ich hier irgendwie, weil die Einstellungen noch nicht übernommen worden sind. Genau. Ja, die fahren jetzt auch alle wieder zurück zum Ding. Genau, das soll dafür sorgen, weil das hier ja jetzt unsere Fleischproduktion versorgt und unsere Viehhallen. Und hier oben deutlich mehr drin ist in Zukunft, soll das einfach von da nach da transportiert werden, sollte hier ein gewisser Prozentsatz unterschritten werden. So ist es geplant, genau. Okay, also Fleisch läuft, der Ausbau hier. Okay, krass, die sind schon umgezogen, Moment.
ist die Frage, was mache ich eigentlich mit den Gebäuden hier? Also hier, hier habe ich den Bürgern keinen Einzug mehr gestattet. Das heißt, diese Gebäude könnten so langsam aussterben. Allerdings kann ich die eigentlich auch aktiv umsiedeln. Und dann sind die halt mal kurz unzufrieden, aber dann kann ich das Gebäude hier einfach abreißen. Ich möchte nämlich die Gebäude gegen modernere ersetzen, die auch einen höheren Wohnkomfort haben. Das hier ist ja die Supersiedlung mit den total tollen Gebäuden. Ich könnte jetzt auch nochmal ein Gebäude umsiedeln, dann sind aber so viele Leute auf einmal unzufrieden. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Müssen wir noch überlegen. So, aber das hier können wir jetzt mal starten, würde ich sagen. Sobald das Kino steht, wird das Kino abgerissen und dann wird hier, wie gesagt, ein U-Bahnhof, eine Metro hingestellt, ohne zu wissen, wann und wie ich die jemals baue. Weil dazu brauche ich einen Zuganschluss hier oben hin. Kann ich mir noch hinzwirbeln, denke ich. Wird eventuell hier über die Straße gehen, ansonsten würde ich die Straße hier einfach ein bisschen umbauen. Also das wird man, glaube ich, noch hinbekommen. So, dann geht es darum, auch noch ein eigenes Kraftwerk zu bauen heute. Also in den nächsten 4 Folgen für euch auf YouTube oder auch 5 wird geplant, ein Kraftwerk zu bauen. So, der fährt hier unten lang, okay. Die Tankstelle ist auch schon fertig. Moment, wenn die Tankstelle fertig ist, dann muss die natürlich auch betankt werden. Tankaufträge macht ihr, gell? Ja. Dann hier bitte auch entladen, oder? Ja. Genau. Hier oben wollen wir ein Kraftwerk bauen. Als erstes sollten wir Straßen upgraden. Der Lauf da ja. Deswegen kriegst du hier eine Straße mit Laterne. Und hier möchte ich das Kraftwerk hinbauen. Ist, glaube ich, schon besser, wenn ich hier auch eine Straße dazwischen baue. Ich weiß nicht, wie weit die Leute laufen müssen, deswegen. Deswegen bauen wir das Ganze. Ich brauche es noch nicht. Das soll. Es ist nicht 100% gerade, gell? Das ist hier schmäler als da, ja. Ja, gut, okay. Im echten Leben ist auch nicht alles im 100% synchron. Lass mal stehen. Lass mal 5 gerade sein. Halber 6 einfach durch 3. Hier oben jetzt das Kraftwerk hin. Und zwar unser Gaskraftwerk, das mit Öl läuft. Aber gut, von mir aus. Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk. So, Moment, da oben sind die. Sind die Anschlüsse. Das heißt, wenn wir das jetzt einmal so drehen. Das Ganze zum Beispiel. Und auf der linken Seite sind jetzt die Anschlüsse und auf der rechten Seite sind Anschlüsse. Benötigt flaches Gelände. Okay, das hat Wasseranschluss, das hat Abwasseranschluss, das hat. Das bietet Strom über Direkteinspeisung, okay. Und da oben sind 2 Starkstromleitungen, die weggehen und 5 Niederspannungsleitungen, die weggehen. Okay, ich würde dann jetzt, ja, doch. Ich lasse aber mit Absicht ein bisschen Platz zur Straße. Das heißt, ich setze, da muss ich es auch nicht mal planieren. Ich setze es hier hin. So, ich nehme mal an, diese Anschlüsse waren jetzt unter anderem für Öl. Ja, wir haben 6 Eingänge für Öl. Das kostet mich der Spaß eigentlich. 800
Tonnen Beton, 200 Tonnen Stahl, 6000 Arbeitstage. Günstig ist was anderes, aber ist ja immerhin auch ein Kraftwerk. Interessieren, wenn er mit dem hier fertig ist, was er jetzt dann gleich ist. Und bleib mal kurz, wir beobachten mal geschwind. Wenn er die 100% hat, ob der dann geradeaus weiterfährt. Ja, er fährt geradeaus weiter. Jetzt hat mich jetzt interessiert, ob er direkt hier weitermacht, aber er macht direkt hier weiter. Okay, das ist das größte Stück von allem. Wenn er das hat, ist er ja schon hier. Weil das ist nämlich ein Bauabschnitt jetzt. Oder ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er vielleicht hier abbiegt und das erstmal fertig macht, weil das ja näher liegt. Aber vielleicht macht das auch. Wobei, nee, der wird keine angefangene Baustelle unterbrechen, glaube ich nicht. Gut, weiter hier zu der Planung. Okay, dann haben wir hier das Kraftwerk. Die Leute laufen hier nach oben, laufen da rein ins Kraftwerk. Braucht das Ding denn einen Wasseranschluss? Nein, braucht es nicht. Es braucht auch keinen direkten Abwasserabfluss. Ne, braucht es auch nicht. Braucht nur Öl. Gut, Öl lasse ich allerdings hier reinlaufen. Okay, das ist jetzt voll. Allerdings werden zwei Pumpen nicht reichen. Das bedeutet, ich werde hier oben... Die Pumpe läuft hier rein. Die Pumpe läuft auch hier rein. Das kann man abreißen. Das bedeutet, ich kann das hier kappen. Das bedeutet, ich würde nur noch mit einer einzigen, nee, mit zwei Pumpen, mit dieser Pumpe hier, nee, mit einer Pumpe würde ich dann nur noch exportieren. Wird natürlich mein Export ziemlich einbrechen. Wie schaut denn der eigentlich aus? Muss ich mal kurz einen Überblick. Letztes Jahr, machen wir mal letztes Jahr. Ja gut, ich habe halt trotzdem noch 300.000 durch Ölexporte gemacht. Wenn das halt wegbricht. Ich habe letztes Jahr 72.000 Gewinn gemacht. Ohne die Ölexporte hätte man 230.000 miese gemacht. Allerdings habe ich natürlich auch 400.000 durch neue Fahrzeuge ausgegeben. Und hier auch 300.000 durch Stahl, also sehr viele Bauarbeiten. Ja, aber ich muss das umplanen. Ich weiß nicht, wie viel Öl der jetzt letztendlich braucht. Also das hier kann ich auf jeden Fall mal abreißen. Das braucht kein Mensch mehr. Und dann könnte ich, dann ist das nämlich frei. Dann hätte ich hier zwei Ölpumpen. Eine potenzielle dritte. Die mir dann mein Kraftwerk versorgt. Allerdings wird wahrscheinlich das... Hier kann ich ja sagen, dass eben hier rausgeht in Zukunft und nicht mehr hier rausgeht. Also durch dieses Rohr wäre eine Möglichkeit, aber wenn ich die beiden abreiße. So, Moment, Forschungsprogramm abgeschlossen. Internationale Luftfahrtregeln, ja, ist okay. Ich reiße das jetzt erstmal ab. Das ist mal das Erste, was wir machen. So. Abriss fortsetzen, genau. Solange kann das noch weiterlaufen. Wenn im Moment, das lassen wir uns benachrichtigen. Neuer Kran gibt's. Wenn das fertig ist, dann reißen wir das Rohr ab und ziehen das Rohr hier rüber, wobei das nicht reichen wird. Ich werde hier irgendwo in der Mitte werde ich noch eine Pumpe bauen müssen. Ich weiß aber nicht auf welcher Höhe, aber das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und die Pumpe pumpt das Zeug dann da rein. So, Moment, das haben wir hier noch. Den Reaktor. Wir hätten jetzt theoretisch die Möglichkeit, einen Kernreaktor zu bauen. Allerdings müsste ich dafür natürlich auch noch irgendwas an Uran und so weiter. So Atomkraftwerk. Ah nee, jetzt könnten wir das Atomkraftwerk erforschen. Das machen wir allerdings noch nicht. Ich habe nämlich gedacht, ich will mal zumindest mal angucken, was sich das mit den Flughäfen auf sich hat. Deswegen erforschen wir die jetzt mal. So, das ist erledigt. Hier haben wir Stau. Wo? Ach, hier schon wieder.
Ja gut, wie weit seid ihr? 4,3 Tonnen, 6,5. Okay, gut, damit löst sich der Stau in diesem Moment wieder auf. So, das Ding ist abgerissen, sehr schön. Dann machen wir hier mal weiter mit dem Abriss. Fußweg. Fußweg. Straße abreißen, hier. Aber dann bitte abreißen. 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 Und dann setzen wir da ein schönes neues Gebäude rein. Den Wohnkomfort etwas erhöht. Und wenn wir hier gerade schon mal stehen. Ein paar Akazien, ein paar Pappeln. Fichtenbaum machen wir keine, vielleicht so ein Busch. Ja, so ein Busch zwischenrein geht auch. Buche, Buche ist auch was Schönes. So. Damit es für eine grünere Landschaft hier, man sieht ein paar haben. Ja, wunderbar. Die wachsen jetzt ein bisschen vor sich hin und dann wird es hier so grün wie hier und auch vor allem so schön 2D-mäßig. Das macht Spaß. Gut, dann warten wir hier, bis das alles abgerissen ist. Wie weit ist unser Zug? Ja, geht so. Hier kommt jetzt irgendwie nicht so Bombe voran. Der hatte keinen Kies lange Zeit. 7 Tonnen Kies hat er noch. Also da wird man noch ein Weilchen brauchen, außer ich mache es wirklich so und kaufe einen zweiten. Könnte man das machen? Jetzt haben wir hier Kohleerz sinkt. Ich könnte natürlich... Oder brauche ich auch mehr Arbeiter? Ich bräuchte einfach nur mehr Arbeiter. Dann müsste ich einen zweiten Bus auf die Linie bestellen. Hier sind schon so viele Busse unterwegs. Hier sind teilweise eben gar keine Arbeiter drin. Ich fährt mit 0 Arbeitern. Warum? Hier sind noch 10 Stück drin. Der fährt jetzt. Hä, wo fährt denn. So, das ist dieser Innenstadtbus. Ja, ja, okay. Fährt mit 3 Arbeitern weiter. Hier sind 11 drin. Und welcher bist du? Ah, du bist auch der Innenstadtbus. Okay. Ja. Zu schwierig gerade. Ich bräuchte hier oben mehr Arbeiter. Dann müsste ich einen zweiten Bus einsetzen. Allerdings alles auf diese Bushaltestelle. Irgendwann sind keine Arbeiter mehr da und niemand fährt mehr hier nach unten. Das ist halt das zweite Problem. Allerdings bekommen wir auch immer mehr Bevölkerung. Gerade durch die neuen Gebäude hier auch. Ja, wir haben nur noch 188 Leute, die keinen Uni-Abschluss haben. Ist man, in meiner Republik ist man absoluter Außenseiter, wenn man keinen Uni-Abschluss hat. So, das Kulturzentrum ist übrigens fertig. Wurde soeben fertiggestellt. Die ersten Mitarbeiter arbeiten hier. Schauen wir mal, ob auch jemand reingucken möchte. Ja, kulturmäßig ist mein Volk nicht ganz so interessiert, wie es ausschaut. Keine Besucher. Ah doch, da kommen die ersten. Ah, die ersten kulturell Interessierten. Es warten sogar welche, wow. Okay, Abriss beendet. Sehr schön, dann gehen wir wieder in den Untergrund. Dann reißen wir jetzt das ab und dann wird unser Ölexport einbrechen, weil hier 2 der 3 Pumpen drauflaufen. Oder ich mach's, nee, ich lasse es erstmal weiterlaufen bis zu dem Moment, wo ich dann das Kraftwerk in Gang setze. Ich mach das nur von hier aus. Reicht das? Also Gesamtlänge 500 Meter. Ohne Pumpe. Ja, Attacke. Wenn ich das dann von hier anschließen kann. Ja, herrlich. Das wäre ja gut.
Dann bräuchte ich hier gar keine Pumpe dazwischen setzen. Gut, nee, das ist ja schön. Das planen wir mal. Wir gehen mal aus der Untergrundansicht raus. So, jetzt haben wir hier Starkstromleitungen. Starkstromleitungen kann ich ja mittlerweile auch bauen, also Hochspannungsleitungen. Genau, hier ist der Anschluss. Also ich könnte jetzt eine Leitung... Zum Beispiel könnte ich eine Leitung, eine Hochspannungsleitung hier entlang ziehen, also hier nach unten bringen. Bis hier ungefähr, hier könnte ich dann so einen Hochspannungstransformator bauen. Und dann könnte ich die Stromleitung, diese Zickzackleitung hier wegnehmen und die von da nach da drüben zum Beispiel legen, dass dieses Ding nicht mehr drauf ist. Und dann könnte ich auch hier eine Einspeisung reinmachen und könnte diesen hier dann wegnehmen. Ja doch, das ist doch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich brauche kein Hochspannungs... Ich brauche einen Leistungstransformator, genau. Genau. Genau, weil der nämlich... Moment, hier brauche ich aber eine normale Asphaltstraße. Genau, das passt. Genau, weil jetzt können wir nämlich eine schöne Hochspannungsleitung ziehen. Bis hierhin zum Beispiel und von hier dann. So, genau, weil dann ist das hier eine Hochspannungsleitung, die hier runter geht. Hier neben dem Funkhaus wird das dann umgewandelt und dann kann ich von dem Transformator dann hier an das rangehen und an das rangehen und kann dann meine beiden Import-Dinger hier abreißen. Hier haben wir ja noch einen dritten Versorger, den kann ich dann auch von hier direkt darüber versorgen. Und dann wäre die Stromversorgung erstmal völlig autark. Moment, habe ich jetzt eigentlich die richtige Seite genommen? Ja, genau. Und dann könnte ich theoretisch auch von hier noch irgendwo anders hingehen, wenn ich noch irgendwo anders was habe. Und ich habe hier auch noch die ganzen Niederspannungsausgänge hier, die ich auch noch benutzen könnte. Um zum Beispiel das hier noch einzureißen und da auch keinen Strom mehr zu importieren. Wo ist eigentlich jetzt mal der mittelfristige Plan? Das bauen wir auch. Also ich akzeptiere den Bau, aber ich starte ihn noch nicht. Und dazu muss ich erstmal das Kraftwerk bauen. Aber Moment, das hier, die Zufahrt können wir schon mal planen. Wie schaut es eigentlich hier mit Müll aus? Ne, die haben nicht mal Werkausgänge hier, die beiden. Das heißt, die haben halt ihre interne Müllhalde. Und besser geht's auch nicht. Na gut. Oh, ist schon ein Stückchen vorangekommen. Ist zwar noch ein kleines, aber... Ah, hier hat mal wieder Kies gefehlt. Ja, hier fehlt einfach Kies, weil der... Ah, der holt von da oben, okay. Der kauft sich hier den Kies. Ja klar, der Weg von hier runter, darüber wäre natürlich schon länger. Ich meine, eigentlich kann ich das Zeug hier schon bauen lassen. Ja, dann ist es fertig, wenn das Kraftwerk dann irgendwann mal gebaut wird. Wo ist hier euer Problem? Ich will eine Ressource Asphalt. Okay, kommt schon. Sonst habe ich doch gerade kaum Baustellen, oder? Ah, hier könnte man noch eine Baustelle aufmachen. Hier ist jetzt alles abgerissen. So, dann schauen wir uns doch mal die netten Gebäude an.
mit den hohen, also die 96er. 85, 89 wäre auch noch okay. Das ist ja die ganz große, das passt hier sogar rein. Das wäre der ganz große Plattenbau. Der größte, glaube ich, im Vanilla-Game mit 295 Plätzen. Er hat sogar einen Wohnkomfort von 89. Komm, wenn der hier reinpasst. Warum denn nicht? Dann bauen wir doch gerade hier rein. Asphalt. Jawohl. Dann nehmen wir auch alle vier Wege mit. Fahrzeug, oh, das ist 800 Dollar, schade, das ist so ein Riesenkipper wahrscheinlich, der wahrscheinlich 800 Tonnen auf einmal laden kann. So, das starten wir, das dürfen sie bauen. Im Prinzip sterben sie hier langsam weg, 101 noch, hier sind es noch 108. Was ist eigentlich das für eine Straße, die könnte ich eigentlich auch weiterziehen. Stau schon wieder, wo? Da unten mal wieder. Okay, hat sich schon aufgelöst. Ah, Biomüll wird deutlich weniger. Was sage ich mir den anderen aus? Oh, mein Metallschrott ist so gut wie voll. Bedeutet, ich sollte den auch mal so langsam verkaufen. Wie schaut es hier aus? Asche ist bei 103 Tonnen. Der Rest ist quasi leer. Ja, Plastikmüll, 51 Tonnen, das ist auch okay. Ja gut, da muss ich mal Metallschrott halt wirklich erstmal verkaufen. Dir, ich meine, der Kipper kann das, gell? Metallschrott, genau. Dann bitte. Im Zollhaus entladet ihr jetzt Metallschrott. Und hier beladet der Metallschrott aber nur bis 50%. Damit ich noch was habe, falls ich das dann, falls ich die weitere Verarbeitung, weiter Recycling erforscht habe. Das kann man ja hier auch machen im Forschungsbaum. Das fehlende Ressource essen. Elf Tonnen. Boah, der hat kein Trinkwasser. Ich will eine Ressource Wasser. Chemikalien sind da, Arbeiter sind da. Er arbeitet Wasser pro Tag 54 Kubik. Was ist da los? Das ist kein Trinkwasser. Und hier etwa die. Hier kommt kaum was an. Hier ist eine Pumpe. Hier läuft kaum was durch. Hier läuft kaum was durch, weil aktuelle Produktion 62%. Warum? Maximaler Durchfluss 120. Ich habe hier ein Wasserproblem. Ich verbrauche wahrscheinlich einfach insgesamt zu viel Wasser. Verdammt. Krieg ohne Probleme. Gebäude hat kein Trinkwasser, ja, weil hier kaum Wasser ankommt. Und hier kommt kaum Wasser an, weil hier laufen 2,8 Kubik pro Tag durch. Meld mir mal, wenn du leer bist.
Und du stellst mal den Betrieb ein. Der zieht nämlich viel Wasser. Ja, vorübergehend kamen hier mal zwei Kunden. Ist halt nur eine kleine Wasseraufbereitung. Ist halt auch. Ich glaube, ich muss mal einen Fokus mal umsetzen. Weil ohne Essen wäre natürlich blöd. Also ein bisschen was wird produziert, aber sehr wenig, weil hier kein Wasser kommt. Okay, okay, ich danke dir trotzdem fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind bei 30 Minuten. Das heißt, die Folge ist beendet und ich habe hier ein sehr großes Problem, weil hier werden 54 Kubik pro Tag rausgepumpt. Muss ich mir mal meine gesamte Wassersache muss ich mir mal angucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Eventuell muss hier ein großer Umbau stattfinden. Also bis dahin, mach's gut. Ciao.